herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Make-up-Tutorial und dieses Mal mit Ton. Ich habe nämlich mal schon ein Video gedreht und es gab einfach keinen Ton. Es tut mir so leid. Ich konnte das einfach nicht hochladen. Es hat mich so geärgert. Aber ihr habt euch schon länger einen Make-up-Look gewünscht und ich habe jetzt endlich einen für euch geschminkt. Ich habe ganz viele neue Produkte benutzt, ganz viele Lieblinge von mir und ich hoffe, das Video macht euch Spaß. Und falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann seht ihr regelmäßig Videos von mir zum Thema Make-up und Fashion und auch manchmal Haare. Ich freue mich einfach, wenn ihr neu dazukommt und jetzt wünsche ich euch, den neuen und meinen alten Girls, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie ganz oft weiß ich noch gar nicht, wie der Look aussehen wird, aber wir starten einfach mal mit einer Basis und ich benutze sehr, sehr gerne in letzter Zeit den Primerizer von Smashbox und da gebe ich mir 3 Pumpstöße auf das Gesicht, also auf die Stirn und die Wangen und verteile das mit meinen Fingern. Danach benutze ich auch schon eine Foundation und ich habe hier eine von Too Faced, die heißt Born This Way und ich habe sie in der Farbe Warm Beige und alle anderen Foundations, die ich in Warm Beige habe, die passt sehr, sehr gut, aber die ist viel zu dunkel. Deswegen werde ich die Foundation mit den Transformer Drops von Catrice vermischen, also ich mache 50-50 und dann ergibt es eigentlich einen ganz guten Ton. Habe ich nämlich schon einmal ausprobiert und hat echt sehr gut geklappt. Und ich nehme einen Beautyblender, weil mit dem kann man das wirklich sehr, sehr schön verteilen. Und es nimmt das überschüssige Produkt eigentlich gleich ab. Deswegen ist es sehr praktisch. Lasst euch nicht enttäuschen, in der Kamera sieht es gerade sehr gelb aus, aber es passt ganz gut. Danach nehme ich einen Concealer auch von Too Faced, also wirklich, ich bin von den Produkten sowas von angetan. Benutze die super gerne. Dieser Concealer ist mega deckend und sehr highlightend, also wirklich ganz, ganz toll. Und damit der Concealer nicht verrutscht, werde ich direkt ein Puder drauf machen und zwar so ein loses von Laura Mercier. Ich liebe das. Ich benutze das schon gefühlt seit 100 Jahren und das wird auch so bleiben. Und wenn ich ein bisschen zu viel Produkt drauf habe oder wenn ich das so auf dem restlichen Gesicht noch verblenden möchte, dann gehe ich mit so einem fluffigeren Pinsel und verblendet es nochmal überall hin. Ich muss euch sagen, ich bin ein Typ, ich kann nicht ohne Spiegel und ich habe gerade keinen richtigen Spiegel. Ich weiß nicht, warum ich den weggeworfen habe. Und jetzt habe ich so einen aus so einer Palette und es ist mir viel zu wenig und ich halte ihn in der Hand und es wackelt so, wenn ich hier was verblende. Und dann kann ich nicht richtig sehen, das regt mich so auf. Oh. Als nächstes werde ich benutzen einen Bronzer, das ist immer so mein Ablauf und der Bronzer, den ich benutzen werde, ist von Too Faced. Ich liebe den über alles, ich benutze ihn nur noch. Ich habe den in der Farbe Medium und ich baue den ganz langsam auf, damit ich keinen Fleck habe. Aber eigentlich ist es nie gefleckt mit diesem Bronzer, also muss ich echt sagen, der funktioniert wunderbar. Blush benutze ich heute mal was Neues und zwar aus der Sweet Peach Glow Palette auch von Too Faced und zwar hier der mittlere Ton. Sieht eigentlich ganz schön aus und mit dem Blush verblende ich hier das Ende von dem Bronzer, also hier verbindet sich das Ganze, aber wenn es von unten so ziemlich scharf aussieht, dann ist es eigentlich sehr schön und ich verblende den Blush nicht zu sehr rein in mein Dreieck, weil ich will ja, dass die Mitte meines Gesichtes gehighlightet bleibt, deswegen trage ich das nur über dem Bronzer auf und verblende das nicht so, sondern so ein bisschen tief, wisst ihr, was ich meine? Damit mein Dreieck bleibt. Und danach nehme ich auch schon einen Highlighter und als Highlighter, da konnte ich mich nicht entscheiden, ich habe nämlich so 2 neue Paletten von LOV, von Love und die sind beide so unterschiedlich. Ich glaube, die eine ist für eine helle Haut und andere für eine dunkle Haut gedacht und in der Mitte ist jeweils der Highlighter und ich glaube, ich werde es einfach mal kombinieren und einfach mal beides benutzen und dazu nehme ich
den besten Pinsel fürs Highlighten überhaupt von The Body Shop, habe ich euch schon mal gezeigt. Der hat die Nummer 512. Und so sehen die beiden Highlighter zusammen aus. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Kann man ja auch mal machen, oder? So einen goldigen und einen champagnerfarbenen Ton einfach mal zusammen. Schönes Zusammenspiel. Als nächstes kommen wir auch schon zu den Augenbrauen und hier habe ich ein neues Produkt. Hier habe ich einen neuen Augenbrauenstift gekauft von NYX. Den will ich mal ausprobieren, weil von dem habe ich auch viel Gutes gehört. Und zwar habe ich ihn in der Farbe Taupe gekauft, weil das so ein bisschen graustichig ist und das mag ich ganz gerne. Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Ist nicht so gelb und nicht so warm. Und als letzten Schritt für die Augenbrauen benutze ich ein Augenbrauengel. Ich habe mal eins ausgepackt, das ich schon super lange nicht mehr benutzt habe. Und zwar ist es von Alverde in der Farbe 01 Blond. So, und jetzt machen wir schon unsere Augen komplett fertig. Also jetzt kommt der Lidschatten. Und hier habe ich eine neue Palette bekommen von Zoeva. Und zwar ist es die Offline-Palette. Und das sind jetzt keine so Farben, die ich vielleicht immer auswählen würde, weil ich glaube, so lila und blaue Augen könnte kritisch werden. Aber ich finde die obere Reihe hier so wunderschön. Und ich kann mir vorstellen, dass ich diesen Ton irgendwie doch mit einspielen lassen könnte, so im äußeren Augenwinkel. Und deswegen habe ich gedacht, werde ich das trotzdem auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ich nicht weiterkomme, dann nehme ich meine Kat Von D Palette mit den matten Tönen, weil mit der klappt ist immer alles klappt mit dieser Palette. Aber ich starte auf jeden Fall mal mit dieser. Und ich benutze zu Anfang diesen beiden Töne, um mein Augenlid vorzubereiten und um das Ganze zu mattieren, damit die anderen Farben ohne Flecken draufkommen. Die nächste Farbe, die ich nehme, ist hier diese ganz in der Mitte. Die hat so einen schönen graustichigen Champagnerton. Und das trage ich auch mit dem Finger, weil Glitzerlidschatten so eigentlich am besten sichtbar sind und am meisten Pigment abgeben. So, als nächste Farbe, also das ist schön schimmerig, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es hat keine Glitzerpartikel, was eigentlich schön ist, aber auch so ein schwaches Schimmer ist, also ist nicht zu stark. Und jetzt nehme ich diese dunklere Farbe, diese bronzige, auch sehr, sehr schöne und trage die im äußeren Augenwinkel auf. Und dazu nehme ich aber einen Pinsel, so einen flachen, gepressten, den habe ich schon mal benutzt, aber hier ist die Farbe nicht mehr so intensiv drauf, deswegen ist es nicht schlimm, es wird nicht abfärben. Gerne mache mit der Farbe, die ich im äußeren Augenwinkel auftrage. Ich bringe sie so ein bisschen in die Mitte, damit sie sich mit der helleren Farbe verbindet und dann verblende ich das auch so durch meine Lidfalte noch ein bisschen nach vorne, aber nicht nach unten. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Dadurch, dass es aber ein schimmeriger Lidschatten ist, bietet er sich nicht perfekt an, um den Look abzuschließen. Es ist immer ganz schön, wenn man noch was Mattes außen aufträgt. Dunkleres und matteres und deswegen werde ich jetzt doch in die Kat Von D Palette einmal greifen. Ich werde die beiden mischen und dann ganz außen auftragen, ganz vorsichtig und auch in meine Lidfalte verblenden. Was ich auch ganz, ganz gerne trage, ist eine helle Farbe unter meine Augenbraue, damit das Auge noch weiter geöffnet aussieht und auch einfach geschminkt ist, weil irgendwie ist es auch komisch, man hat unten so viel Lidschatten und dann ist das auch noch das Auge, aber da ist kein Lidschatten dran. Aber lasst euch nicht täuschen, bitte hier oben auf gar keinen Fall dunkle Lidschatten auftragen oder wenn ihr auf einem beweglichen Lid Lidschatten habt, zieht den nicht bis ganz nach oben bis zu der Augenbraue, das sieht nicht gut aus, also das solltet ihr nicht machen, also nicht übertreiben. Und hier nehme ich eine helle Farbe aus der Palette hier, gehe einfach mit dem Pinsel und trage das unter der Augenbraue direkt auf.
Okay, und wenn euch möglicherweise was runtergefallen ist vom Lidschatten, dann nehmt ihr einen fluffigen Pinsel. Mit dem habe ich vorhin zum Beispiel mein Setting-Puder auch weggemacht. Und ich gehe mit einer ganz leichten Hand und wische das hier an der Seite weg, damit das nicht auf der Haut liegen bleibt oder noch schlimmer sich mit meinem Make-up verbindet. Normalerweise hätte ich jetzt einen Lidstrich gemacht, aber in letzter Zeit bin ich irgendwie, weiß nicht, finde ich auch ohne schöner. Ich trage mir allerdings trotzdem einen Kajalstift auf, und zwar auf der oberen Wasserlinie, damit mein Wimpernkranz dann getuscht trotzdem zusammengehörend aussieht und trotzdem intensiver. Und dazu nehme ich einen Stift von Zoeva, so einen Kajalstift, den man spitzen kann. Ich finde, der hat eine schöne tiefschwarze Farbe. Ich finde, man sieht jetzt schon etwas. Und jetzt trage ich auch schon Wimperntusche auf. Und hier habe ich erstmal einen Primer von Love. Den finde ich mega toll. Und da oben drüber trage ich eine Mascara auf von Too Faced. Und zwar die Better Than Sex Mascara. Die ist mega toll. Und vor allem diese Kombination ist einfach der Hammer. Unschlagbar. Da brauche ich nicht mal eine Wimpernzange. So, dann sehe ich aus wie die Eiskönigin. Aber das ist nicht schlimm. Wenn das so ein bisschen angetrocknet ist, dann trage ich auch schon die richtige Wimperntusche auf, die schwarze. Und den Primer trage ich nicht unten auf, weil ich finde, unten braucht man nicht so einen vollen Wimpernkranz. Da reicht es einfach, dass man etwas hat, dass er sich so ausgleicht. Und beim Wimperntuschen schaue ich mich so ein bisschen von unten an, damit ich auf meinem Lidschatten jetzt keine Flecken bekomme. Und damit ich sie schön nach oben biegen kann beim Tuschen, ohne dass ich eben kleckere. Schön, oder? Ich finde, es ist ein tolles Ergebnis. Und weil ich nochmal sicher gehen kann, dass wirklich auch alles wunderschön ist, werde ich noch eine Schicht davon auftragen. Natürlich, ich liebe Mascara. Aber nicht so lange, bis es klumpig wird, weil das ist dann nicht mehr schön. Ich bin super zufrieden damit. Und unten trage ich mir natürlich auch die Wimperntusche auf. So, und als nächsten Schritt sind auch schon die Lippen dran, und das ist der vorletzte Schritt. Und hier benutze ich jetzt einen braunen Liquid Lipstick, den finde ich total schön. Ich habe erst gedacht, der ist mir so ein bisschen zu warm, aber nachdem ich ihn in einem meiner letzten Videos getragen habe, fand ich den doch sehr, sehr schön. Das ist einer von Urban Decay in der Farbe 1993. Ich finde den super schön. Das ist wirklich 1993, aber der ist sehr, sehr schön, und ich finde, der macht die Zähne eigentlich auch ganz schön hell. Wo ich ihn das erste Mal getragen habe, habe ich ihn den ganzen Tag aufgehabt, und ich habe auch gegessen und getrunken. Natürlich hat er sich von innen irgendwann so ein bisschen abgenutzt, aber dass es von außen so braun blieb, aber von innen meine rosa Lippe durchschien, sah das irgendwie voll schön aus. Ich weiß nicht warum, aber selbst das hat mir gefallen. Und irgendwie bin ich insgesamt ganz, ganz happy damit. Und jetzt kommt noch ein Setting Spray, das ich über alles liebe und ohne dem kein Make-up fertig ist. Und zwar von Glam Glow ein Glow Setter. Und das trage ich mir auf, noch auf mein Gesicht. Es riecht einfach so gut, man kann nicht aufhören. Und ich nehme einfach jetzt mal so eine Palette und wedel mir das trocken. Ein Setting Spray ist sehr, sehr wichtig, dass eure Puder- und Cremeprodukte sich verbinden und dass es alles wird wie eine zweite Haut, dass es einfach schöner aussieht und vor allem, dass es länger hält. Ich muss wirklich sagen, wenn ich mit diesem Setting Spray aus dem Haus gehe, dann kann ich sicher sein, dass ich auf den Klamotten keinen Flecken dahinter lasse. Dass ich zum Beispiel, ich war mal auf einem Event, da konnte man massiert werden. Und ich habe mich auf diesen Stuhl gesetzt. Kennt ihr das, wo man das Gesicht so reinmacht? Und ich habe schon gedacht, oh nee, ich stehe hier auf. Da wird dieses Taschentuch voller Make-up sein, die jetzt schon voll peinlich. Ich bin aufgestanden, auf diesem Taschentuch war ein bisschen wirklich, aber man hat fast nichts gesehen. Und das ist voll krass, weil das hatte ich bisher echt noch nie. Und das ist irgendwie immer so das Negative gewesen am Make-up tragen oder viel Make-up tragen, weil man vielleicht mal irgendwo einen Fleck hinterlassen hat oder wenn man in der Umkleidekabine ist oder so und dann immer diese verschmierten Ränder, kennt ihr das? Da habe ich schon keinen Bock, irgendwas zu kaufen oder anzuprobieren, weil da so ein Make-up-Rand ist. Das war's jetzt mit meinem Make-up-Look. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, jeder von euch konnte irgendwas für sich Neues mitnehmen, ob es um neue Produkte geht oder generell einfach das Make-up als eine Idee für den Herbst. Ich finde das eigentlich ganz schön, es ist nicht zu stark, natürlich
relativ, jeder sieht das anders. Aber für mich ist es eigentlich ein gutes Make-up für den Alltag, wenn ich irgendwo hingehe, mich mit jemandem treffe, wo ich ein bisschen doch feiner aussehen würde. Ich gehe auch gleich auf einen Geburtstag und deswegen ist es ein gut passendes Make-up dafür. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Danke sehr auch fürs Kommentieren und Daumen nach oben geben. Freut mich immer sehr, sehr doll. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss!